Ist er nett? Junge. Es droht keine Gefahr, versprochen. Er ist harmlos. Ich möchte nur da rein, es tut mir leid. Schnell. Leg ihn auf den Kreis da. Halt ihn ruhig. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Gut. Ruhig. Ruh dich aus. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Was nach? Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Blumen mit weißer Blüte pflücken. Aber wir wollen auch noch mal sehen, was die sonst noch hier am Start hat. Okay. Schweinchen Babe liegt da noch. Eine weiße Blume. Da gibt es Fischlis. Wo hatten die das jetzt gesehen mit den weißen Blumen? Ich glaube, die veräppeln uns. Ich mag sie. Immerhin wohnt sie unter einer Schildkröte. Du bist zu offen zu ihr. Wir wissen nicht, ob wir ihr trauen können. Sie will uns nicht töten. Noch nicht. Blau, Pilze, bräunlich. Hä? Da, hier. Blau. Wo soll hier weiß sein? Na nö. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Vielleicht da drüben, oder? Aber dann hätte sie nicht sagen sollen, Garten. Das ist ja hier schon etwas weiter weg. Ah ja. Muss ich das auch noch sammeln? Nö. Okay, jetzt gehen wir wieder zu der zurück. Danke für den Follow!
Oh, ich hätte das so machen müssen. Upsi. Kurz Momento. Oh, ist mir warm hier. Also, ne? Bin ja hier in so einem Mini-Wintergarten. Und es ist so warm. Jetzt klappt doch einwandfrei. Danke für den Fall, aber war gerade Essen? Nee, waren drin. Hilfst du mir? Ich schaffe es nicht allein. Ah, okay. Ja. So, Mann, wo bist du? Da, hier. Hilft das hier? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Zur Hexe zurückkehren. Warum auch nicht? Das tun wir doch gerne. Ja, genau was ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Mit Spare Ribs. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Lena. Hey, Mini. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Dieser unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg. Hexenkompass. Sie haben den Hexenkompass erhalten. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation. Und wird euch immer zu euren Zielen führen. Danke. Danke für die Erklärung. Also, wir müssen einfach nur oben gucken. Jetzt haben wir endlich mal einen Kompass. Aha, aha, aha. Gut zu wissen. Ja. Also, jetzt haben wir mal so 3 Stunden gespielt und muss sagen, ist eine nette Sache. Was ist hier kaputt? Das ist ein sicherer Weg. Also ich weiß nicht, was das hier so sicher sein soll. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Nachtmare? Ja, sie verursachen Albträume. Was sind sie, Albträume? Okay. Müssen sie hier was kaputt machen? Was ist denn das? Das ist falsch. Mit was soll ich versuchen? Was sagst du? Okay. Okidoki. Okay.
ein bisschen... Oh! Hinter dir? Hinter dir? Wo? Was? Wie? Wo? Was? Wo? Oh! Ich komme da gar nicht hin. Hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Und dahin komme ich eigentlich auch nicht. Warum kann der nicht schwimmen? Oder was ist das Problem? Boah, ich sehe leider echt nichts mehr durch die Sonne. Bildschirm ist komplett voll. Nein, so. Oh, kann ich da mit Boot fahren? Okay, ich sehe wirklich nichts mehr. Gut, seid mir nicht böse, aber ich glaube, ich müsste das Let's Play etwas beenden, weil mir die Sonne hier so reinknallt. Und dadurch, dass wir hier in so einer Höhle sind, sehe ich halt gar nichts mehr. Oh, guck mal, kann man auch mal. Ich stehe direkt davor und habe es nicht gesehen. Gut. Danke fürs Zusehen. Danke für den Follower. Mega cool. Jetzt haben wir mal 3 Stunden, wie gesagt, das Spiel gespielt und muss sagen, voll geil. Der absolute Wahnsinn. Man muss es aber wirklich auf Mittel spielen, weil etwas erschwert. Es ist schon sehr, sehr, sehr schwer. Somit kommen wir aber ganz gut durch. Menü ist ja mega geil. Haben die bombastisch gemacht. Ich hoffe nur, dass das Ding hier nicht nachher zu übelst vollgeladen ist mit den ganzen Kombos. Weil man kann ja schon sehr viele Fähigkeiten sich nachher anerken. Und ja, hier auch mit der Rüstung aufzumachen, hier mit dem Pimpen und sowas. Also ganz, ganz cool. Nur was mir ein bisschen Sorgen bereiten, ist die XP. Wir haben jetzt oben rechts nur 1000 und bräuchten weiß Gott wie viele Tausende, um alles dann Schritt für Schritt hochzuladen, hochzupimpen. Und ja, das ist noch ein bisschen gruselig. Tja, ich würde mal sagen... Oh, die Karte, wunderschön. Wunderschön gemacht. Voll geil. Chapeau, meine Damen und Herren, Chapeau. Die 70 Euro haben sich mehr wie gelohnt. Ach, guck mal hier, Schildi. Da sind wir und wir müssen dann eigentlich... Ah, hier zu so einem Wasserfreak. Okay. Wow. Kodex und Ziele. Okay, Kodex, das liest ja eh keiner. Und Ressourcen. Das ist das, was wir alle schon uns geholt haben. Oh, also, danke fürs Zusehen. Und tja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, YouTube. Ciao, ciao. There do I see my mother. Oh, there do I see my father. Oh, there do they call to me. Oh, there do they call to me. Oh, there do they call to me. That bow is a little big for you, isn't it? My mother made it for me. Said I'd grow into it. Find your way home. You are free. We're taking our ashes to the highest peak in the realms. Ashes? It was our last wish. Where must we go? To a... We are not men. We are more than that. The responsibility is far greater. Kill something that big? Pre-order and get 3 shield skins for in-game. PlayStation.